Netzer Hoeneß und im Angriff Heinkes, Gerd Müller und Herz. Eben gesehen spielt ein Namensvetter, Kurt Müller von Grasshoppers Zürich. Die deutsche Mannschaft also im traditionellen Schwarz-Weiß von rechts nach links. Heinkes. Heinkes. Müller läuft. Geschickt verlängert von Gerd Müller. Vom FC Zürich dabei, also auch in der Schweiz Blockbildung wie bei der deutschen Mannschaft. Beckenbauer. Netzer, er kann ungestört sein Spiel machen. Doppelpass mit Müller. Müller. Schwarzenbeck. Müller. Müller. Netzer. Wohin? Zu Müller. Aus der Drehung. Und Müller. Beckenbauer. Müller. Das Tempo forciert. Müller. Beckenbauer verpasst. Wimmer. Müller. 1:0 für die deutsche Mannschaft in der 22. Spielminute durch Gerd Müller. Ein herrlich herausgespieltes Tor. Hier sehen wir noch einmal dieser Pass, in den Wimmer hineinläuft, geschickt hineinen zieht. Und wer anders als der Torjäger ist da? Ein Netzer. Müller. Die Schweizer haben Odermatt auf Netze angesetzt. Das ist jetzt eine halbe Stunde gespielt. 1:0 für die deutsche Mannschaft nach dem Treffer von Gerd Müller. Heinkes, wieder Müller. Niemand in der Fußballwelt. Blitzschnelle Drehung auf der Stelle. Sie sehen es hier auf der Zeitlupe noch einmal, dieses Nachsitzen, dieses energische Nachfassen. Den ersten Schuss bekommt er nicht ganz. Er wird gestört, liegt an der Erde. Er hebt sich blitzschnell und Tor. Müller läuft steil. Wieder Breitner. Ganz offensichtlich bis jetzt nach 34 Spielminuten raumgreifendes Spiel. Müller zu spät. Bei der Schweiz ist Stierli vom FC Zürich nicht mehr dabei. Hoeneß. Müller. Tor. Ist es denn die Möglichkeit? Tor Nummer 3 durch Gerd Müller. 3:0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen die Schweiz. Vorbereitet von Uli Hoeneß, den wir hier flanken sehen. Scharf hineingehoben und hoch. Im rechten Augenblick steigt der Kopf von Gerd Müller, packt den Ball mit der Stirn, der an die Latte schlägt, in den Innenposten, auswärts nur 50% ihrer Maximalleistung bringt, aber sie spielt hier gegen den Europameister und Netzer ist da. Kremers, Müller. Netzer. Netzer, raffinierter Senkball.
Netzer. Heinkes läuft frei. Müller. Herrlich gemacht, ein herrliches Tor. Glänzend. Müller. Passt sie auf. Mitterfers und Netzer läuft in den Ball. Da gibt es keine Chance für. Den Doppelpass. Müller, Hoeneß. Die Zeitlupe, vielleicht können wir erkennen, ob Heinkes wirklich im Abseits war. Müller zu Hoeneß. Jetzt schauen Sie mal nach rechts. Berti Vogts läuft. Remus. Müller und Müller. Guyot. Müller ist da. Und Geier. Müller. Oh. Gleich recht selbstbewusst. Netzer. Müller. Gerd Müller. Drei Schweizer an ihm. Eckball. Netzer. Müller. Naja. 5:0. 5:0 für die deutsche Mannschaft. Hier noch einmal die Netzer Flanke. Geil springt hoch. Alle Spieler verpassen, auch Mundschien. Gerd Müller, schauen Sie, wie er das macht. Maß genommen. Tor. Steilen Pass. Dann schnellen Direktspiel. Und wieder Müller. Netzer. Müller. Nein, Künzli war es. Müller, drei Gegner. Und da ist der Schlusspfiff anscheinend, oder gibt es nur einen Freistoß? Jawohl, es gibt nur eins aus dem Rheinstadion in Düsseldorf, das heute Abend einen echten Fußballabend erlebte. Eine schöne Premiere.